Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video. Und ja, es ist von World of Warships ein neues Update erschienen. Wir sind bei Version 5.1 angelangt und schauen uns in diesem Video einfach mal ganz kurz die Neuerungen an. Zu aller Beginn aber möchte ich mal kurz sagen, dieses Video wird etwas kürzer, da ich momentan ein bisschen Probleme mit meiner Stimme habe. Ich musste gestern auf Arbeit die ganze Zeit husten und nein, es ist Gott sei Dank kein Corona, aber ich habe wohl irgendwas an den Stimmbändern. Wundert mich auch nicht. Ich muss in letzter Zeit oft rumschreien auf Arbeit, ne? Wegen den Masken und die Kunden und alles. Man soll mich auch verstehen können. Gut, ich hoffe aber, ihr versteht mich und damit springen wir direkt einfach mal rein ins neue Update. Ja, Update 5.1 ist live und ihr seht es hier schon. Es gibt eine neue Vergütungsmechanik, wo ich gleich mal einsteigen möchte. Denn sollten wir jetzt einen doppelten Gegenstand bekommen, also ich nenne jetzt mal ein Beispiel, wir bekommen zum Beispiel ein Schiff, nehmen wir mal hier gleich die schöne Ise, simulieren wir mal die Situation, wir bekommen einen Schlüssel für eine Kiste und bekommen die Ise, dann bekommen wir diese Ise automatisch durch ihren Wert an Silber ersetzt. Und bei anderen Dingen dann zum Beispiel dasselbe auch durch Gold. Also solltet ihr jetzt auf jeden Fall keine Gegenstände wie Tarnungen mehr doppelt bekommen. Gut, wir haben eine neue Luftangriffmechanik. Darauf bin ich noch nicht weiter eingegangen. Das müsste allerdings etwas mit den Flugzeugträgern zu tun haben. Werden wir aber in naher Zukunft vielleicht auch mal sehen hier im Spiel. Es gab ein Schiffsbalancing und auch eine kleine Änderung an den britischen CVs, nämlich einige Werte, wie zum Beispiel der Reduzierung von Flugzeugtorpedos, also die sind jetzt etwas langsamer. Ihr müsst bedenken, die britischen CVs wurden ja tatsächlich erst vor kurzem hinzugefügt und deswegen war klar, dass Wargaming da nochmal einen Buff raushaut. Ja, und jetzt haben wir auf jeden Fall noch ein paar Bugfixes auch mitbekommen. Einen neuen Titelbildschirm haben wir und den werde ich euch jetzt einfach mal kurz einblenden. Denn der sieht auch echt geil aus. Nicht wundern, da steht noch updated unten drunter. Ich habe den gescreenshottet, während mein Spiel ein paar zusätzliche Daten runtergeladen hat. Deswegen steht da updated. Aber ich werde ihn euch jetzt auf jeden Fall mal kurz einblenden und ich finde ihn geil. Also, er ist schon mal sehr schön dynamisch gestaltet. Man sieht die Geschütze feuern, man sieht Flugzeuge, die abstürzen. Also man weiß auf jeden Fall, was das alles so ist. Gut, ich werde jetzt allerdings mal das hier wegdrücken und dann haben wir hier noch dieses Warhammer-Gedöns Teil 2. Das kennen wir alles schon, deutsche Kapitäne. Ja, dann haben wir jetzt hier Informationen zum Patch. Also, wir haben eine neue Kampfmechanik, nämlich den Luftangriff. Was genau das ist, schauen wir uns gleich mal an. Und dann haben wir den neuen Titelbildschirm, habe ich schon gesagt. Die neuen Vergütungseinstellungen habe ich auch schon gesagt. Genau, hier haben wir jetzt nochmal konkretere Beispiele. Zum Beispiel automatisches Recyceln von doppelten Schiffen, Tarnungen, Porträts und Hafen zu Gold und Silber. Und ja, darunter wurden auch die Schiffe gebalanced. Und jetzt haben wir nämlich auch die Balancing-Dinge für die Audacious und für die Malta, ne? Stufe 8, 9 und 10 müsste das, glaube ich, sein. Und unterschiedliche Fehlerbehebungen. Ja, soweit schon mal so gut. Dann schauen wir hier nochmal kurz, was die alles machen. Wir haben jetzt hier im Moment noch nichts Neues. Also, wir sollen auch angeblich eine neue Nation haben. Es kann sein, dass die jetzt noch nicht drin ist. Und genauso ist es auch. Wir bekommen aber demnächst auf jeden Fall die italienischen Schlachtschiffe. Und diese werden dann dementsprechend hier im Forschungsbaum hinzugefügt. Also die Schlachtschiffe, die man schon im Early Access hatte vorhin, die kommen dann auf jeden Fall auch dazu. Ja, sonst kann ich hier gar nicht weiter erklären, was jetzt genau ansteht. Auf jeden Fall Update 5.1. Ihr habt den neuen Titelbildschirm gesehen und ich habe euch auch alle wichtigen Neuerungen jetzt erstmal genannt. Wir werden das in den nächsten Monaten auf jeden Fall oder in den nächsten Wochen vielleicht sogar schon merken, was hier genau alles neu sein wird. Denn
Wargaming arbeitet jetzt natürlich auch immer wieder dran. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, aber mittlerweile soll ja auch World of Warships Legends tatsächlich auf Mobile kommen. Das aber werdet ihr bei mir nicht zu sehen bekommen, denn mein Handy packt das nicht. Und überhaupt, für mich ist World of Warships Blitz eigentlich tatsächlich so ein bisschen auch der ja, Knackpunkt. Da kann man, glaube ich, nichts machen. Jetzt schaue ich mal gerade. Flugzeuge haben wir hier immer noch nicht. Bin immer gespannt, wann das kommt. Denn das wäre auf jeden Fall, glaube ich, auch mal noch eine Überlegung hier für Wargaming, Flugzeuge mit einzubauen. Ja, Freunde, das soll es allerdings schon mit Update 5.1 gewesen sein. Ich hoffe, euch gefällt das neue Update. Schreibt mir nochmal in die Kommentare, was ihr schon für Erfahrungen hattet. Ich werde jetzt dann noch ein bisschen zocken und mal schauen, was neu ist. Und alles andere werden wir dann, ja, hier und da mal zu sehen bekommen. Mache ich noch ganz kurz die Grafikeinstellung bei mir zeigen. Ich habe mittlerweile auf Ultra natürlich und auf kein Limit. Das funktioniert bei mir ganz problemlos. Und okay. Anscheinend hat sich da auch ein Problem. Denn ich hatte hier immer ein Problem mit diesen speziellen Granaten und Geschossspuren, aber anscheinend brauche ich dafür eine gewisse Grafikeinstellung. Gut, ich danke fürs Zuschauen. Dieses Video, wie gesagt, etwas kürzer, weil ich meine Stimme ein bisschen schonen muss, aber ich bin gespannt, was da noch kommt. Wie gesagt, die Niederländer sollen kommen. Die britischen CVs sollen gebufft worden sein. Es wurden auch noch viele andere Buffs durchgeführt an den Italienern. Die allerdings kann ich euch im Moment noch nicht so genau zeigen, denn, ja, ne, habe ich nicht. Ich habe nämlich bei diesem Ding nicht mitgemacht. Gut, dann sage ich Dankeschön und wir hören uns, ne, spätestens wenn wir hier mal wieder eine Schiffsvorstellung machen. Ich freue mich auf euch. Bis dann und ja, noch eine gute Woche.